Herzlich willkommen, liebe Brothers, zur neuen Borderlands-Folge. Folge 15 müsste das sein und wie ihr seht, hat sich was geändert. Killer wird uns jetzt mal berichten, was sich hier verändert hat. Und zwar habe ich jetzt den Assassin. Ich bin, man sieht ja eigentlich nur, ich glaube, dass ich wieder noch etwas größer bin jetzt. Aber sonst, also ich kann mich jetzt nicht anschauen im Spiegel. Aber ich habe den Assassin genommen, weil wir halt gemeint haben, das ist eigentlich, das bin ich. Alles ist Killer ist einfach er. Ich hab die Waffen halt rumgewurscht und hab den hochgespielt auf Level 11. Und ja, wir gehen zum Frostburn Canyon. Ich bin natürlich hier bei meinem Salvatore geblieben. Das passt bei mir, das war ich ja in Diablo auch. Der Salvatore in Diablo. Salvatore. It's me, Salvatore. So, dann werden wir jetzt mal schön weiter questen und leveln, leveln, leveln. Da habe ich jetzt da richtig Böcke drauf. Ich habe die ganze Zeit alleine gespielt. Ich habe diese Lilith ein bisschen gespielt auf Level 7 oder 8 und habe ihn halt auf Level 11 gespielt und das ist schon geil. Es bereitet sehr viel Freude. Es bereitet mir Freude. Dann gehen wir mal schön in die Reise. Reise, Reise. Three Horns Divide? Wir müssen die Namen auswendig lernen. Lass uns fahren. Genau, wir nehmen wieder eine Auto. Eine Auto, Junge. Jetzt, wo ich wieder aufnehme, muss ich sagen, man merkt es schon, wenn man aufnimmt, wie die FPS da weniger wird. Im Gegensatz halt zu so spielen, ohne ne, aufzunehmen, klar. Ich muss kurz auf die Mappe gucken. Aha. Jetzt weiß ich Bescheid, Kill. Lalala. Wir haben vorhin Days aufgenommen. War eigentlich ziemlich spannend, ne? Ja, ich bin halt dreimal krepiert in drei. Ja gut, es waren noch drei Folgen. Wir haben durchgängig aufgenommen. Das war ein bisschen nervig. Gut, auf einem vollen Server mit genau noch in Elektro, wo am meisten los ist, halt schon ziemlich. Man könnte schon fast sagen, lebensmüde. Ja. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Man muss halt ab und zu mal sterben. Okay, wir sind hier übrigens richtig, wir müssen die jetzt killen. Let's kill this. Ich habe hier eine neue Waffe und zwar, das ist, das sage ich noch kurz, damit ihr wisst, wie der Hase läuft. Die da, diese kleine Uzi hier, die habe ich, als ich den auf Level 11 gebracht habe und die letzte Mission gemacht habe, die wir zusammen gemacht haben, als ich die eine gemacht habe, da habe ich die Waffe hier bekommen. Aber auf die Entfernung ist die nichts. Oh, Flammenwerfer. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Warum fackelt er mich jetzt an? Ich bin doch unsichtbar. Ihr habt gerade meinen Skill gesehen. Ich kann mich unsichtbar machen und dann halt mit mehr Kraft angreifen. Und ja, aha, das hat also nichts ausgemacht. Ja, ich hab die Eier bekommen. Alter, diese kleinen Pisser haben ja auch Flammenwerfer, das gibt's ja gar nicht. Was? Diese kleinen, ne, die normalerweise Äxte und so weiter schmeißen. Diese Psychos. Ja. Die haben einen Flammenwerfer gehabt. Ja, der hat mich, oder. Das hat ausgesehen, als ob er so ein Feuerspucker gewesen wäre. Weißt du? Okay. Mit so einer brennenden Fackel und dann Benzin auf mich gespucket. Assi. Es ist sehr asozial. Na gut, gehen wir mal hier ins Frostburn Canyon. Gehen wir da mal rein. Ich glaube. Den Kerl, den ich jetzt habe, der ist nicht so, also Zero ist nicht so stark. Also vom Leben her. Ich glaube, ich hätte mehr Life mit dem anderen. Das ist ja auch eigentlich klar. Das hier ist halt so ein langer, dünner. Muss hier irgendwo sein. Ja. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Ach ja, hier war. Das haben wir schon mal versucht. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Halt dich raus, Kammerjäger. Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Oho, oho. An der eigenen Eingeweide. Ein bisschen überdeutlich. Ziemlich aggressiv der Kerl drauf zurzeit. Ja. Wir werden ihn sowas von zerfisten. Hier ist irgendwie so ein richtig dickes Schwein. Ein Goliath.
Aber ich sehe gerade. Ach, das ist wieder so einer. Aber ich habe gerade gemerkt, ich habe einen ziemlich geilen Granatenmod aktiv. Das ist das, was ich dir gestern erzählt habe, die Granatenmods, ne? Ja. Da musst du später mal schauen. Die musst du bei dir da richtig in dein Dingens reinziehen. Damit die auch aktiv werden. Und da kannst du jede Granate, hat halt diesen angegebenen Mod dann. Oh, hier gibt es irgendwelche Spider-Randarbeiter, was? Spider-Rand? Speed-Racer-Arbeiter. Oh, Pyro. Schmeiß mal in den Nate rein. Also, die lohnt sich auf jeden Fall, diese Grenade. Alter! Voll mit Spinnen-Sperm. Au! Nein, diese Goliaths sind echt widerlich. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen, fällt mir gerade auf. Oder ja, ist es egal? So, ne, ich glaube, wir müssen umdrehen, oder? Ja. So wie das hier bis jetzt aussieht. Oh, guck mal, ein Schneesturm. Oh, schau. Sehr schön gemacht. Und diese Kotsemmel. Grüner stinkender Rauch. Guck mal. Auch sehr lecker. Okay, gut, gehen wir back. Oh, sorry. Kein Problem. Leute. Nicht gleich auf X drücken. Auf X. Der nicht gleich Festplatte formatieren. Er hat gehustet, wir müssen vor dem Mate werden. Wie das? Achso, wegen dem Schild oder was? Bam. Zerdiet. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ich habe 3 Slots, sind immer nur 2 belegt. Ja, eins ist leer. Das heißt, ich brauche noch irgendwas. Ich habe eine Pistole, eine Pump. Jetzt brauche ich noch irgendwie ein Maschinengewehr oder sowas. Irgendwas Automatisches. Fehlt mir noch. Ja. Wenn wir irgendwie an Waffen vorbeikommen, Waffenladen oder sowas, müssen wir mal kurz einen Zwischenstopp einlegen, weil ich mir noch gern was besorgen würde. Und schau auf jeden Fall noch nach so einem Granatenmod. Weil ich habe vorhin einen gehabt, zum Beispiel, mit meiner Sirene. Ich habe eine Granate geschmissen und da kamen ganz viele andere Granaten rausgeflogen und aus denen kamen noch mehr Granaten rausgeflogen. Es hat jedes Mal alle Feinde weggerobbt, die da standen. Das hat sich gelohnt. It has gelohnt, It has it really gelohnt. Das ist Golia, der ist nicht. Yes, it is. Oh, achso, du bist da vorne. Sorry. Das sind schon wieder Brände. Ja, das hat mir, glaube ich, keinen Schaden gemacht. Man kann ja Friendly Fire ist anscheinend aus oder was. Oh, also hier, das ist richtig flammenwerferlastig, der Bereich. Ich hab alle Flammenwerfer. Erstmal eine Granate rein. Vorsicht, die haben auch eine geschossen. Hinter uns ist einer. Achso, ich muss öfter meinen Skill benutzen. Guck mal, lass mal ganz kurz den Fetten, ich zeig's dir mal kurz. Siehst du mich eigentlich, wie ich unsichtbar bin? Nein, also ich seh dich. Du hast gerade so in der Luft so einen komischen Jump gemacht und bist dann runter. Weil ich setz dann so ein Hologramm ab. Und das rennt halt weiter, das sehen die Gegner und ich bin da unsichtbar und renne halt auf die... Boah, hab ich mich erschossen. Und renne auf die zu. Und mein Schlag oder mein... Ich hab meinen Schlag macht plus 400% Schaden. Und mein Schuss, ist 200 oder so. Die Leute hol ich mir jetzt. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich was von gemerkt. Oh, hinter dir ist so ein Fettsack. Okay. Das war schon wieder so ein Goliath-Knallkopf. Boah, so kleine Babys, ey. Das gibt's ja gar nicht. Die sind voll ekelhaft. Oh, 104 HP. Ich komme mal ein bisschen zur Seite. Um mich erstmal ein bisschen zu regenerieren. Alles ist herrlich. Überall gibt's so kleine Fässer oder sowas, wo was drin ist. Ab und zu sofort Heilung. Wenn nicht, ist Sterben ziemlich schwierig. Ja. Ich bin dann hin, aber ich muss jetzt erstmal nachladen, wie super und batsch. Ja. Also man lebt direkt wieder, das ist nicht so irgendwie, ne? Dass man erstmal ewig lang rummachen muss. Du stehst auf, direkt weiter. Genau. Das ist, wenn du stirbst und beim Geistheiler aufhörst. Ja, hier ist das mein Todesspawn-Punkt. Alter, Goliath. Ich lass dich jetzt mal schaffen. Achso, die sind beide. Ah, du bist. Die Goliaths sind jetzt gar nicht mehr so stark irgendwie, wenn man sie erstmal gekillt hat. Klick, 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 klick. Ach, die Waffe ist dumm so auf die Entfernung. Die macht auch fast keinen. Achso, die sind resistent, ja, ist okay.
Ja, das passiert mir auch mit, mal mit der Sniper, dass halt viele resistent waren. Das muss halt wirklich direkt Fleisch sein. Das war noch zu fistet. Super, fuck, der Pyro normal hat mich gefistet. Warte, ich schwächen. Ich hab. Scheiße! Okay. Jetzt hab ich einen. Okay, schuldig, sorry, ich wollte eigentlich nur schwächen, aber dann hast du schon. Okay, du wirst wieder beleibt. Thanks. Die Pump, die ich da hab, die geht echt ab wie ein Stück Kot. Oh. Oh yeah. Wie diese dunklen Kammern, wo die Jungs da immer rauskommen. Ja. Ich bin so crank. Die Kamera der Töte. Oh, ich muss nachladen. Die Kammern der Rechtschaffen halt. Auch wieder Schrotmuni, merke ich gerade. Ich habe fast keine Schrotmuni mehr. Fuck, was mache ich da? 9 HP. Hinter dir ist einer, Vorsicht. Ja. Ich lass mich erschießen, damit ich den jetzt killen. Ich glaube, ich hab dich da eben. Schieß weiter. Teufel. Oh, ich lad nach, ich depp. Lalalala. Hier bin ich letztes Mal rausgeflogen, das weiß ich noch. Da stand ich da hinten, da ist dieser Dödel einfach. Ach, das war kacke. Hier sind Medikits. Sind wir jetzt an diesem Firehawk vorbeigeschlappt oder was ist da passiert? Was ist denn das für eine Scheißwaffe hier? 24 Schaden. Sofort Heilung, die nehme ich mal, die brauche ich dringend oder brauchst du die auch? Ne, ich bin voll. Du siehst mir oben links eh immer meine. Achso, ja, da sehe ich es gerade. Ah, ich kann hier auf so ein Dach hoch und bleib hängen. Und haue mir die Rebe an. Dann bleibe wieder hängen, weil ich so da bin. Alter, man kann gar nicht gerade. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Oh, hier oben liegen dicke Wummen. Nein, 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 nein. Hier oben liegen Pistols. 51, 45. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert. Aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher. Alter, wie die gerade aussieht. Ja. Weiter so, Bloodshots! Oh. Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem es sich mit uns anlegte. Der Firehawk wird an seinen eigenen Fäkalien erstickt. Oh, an seinen Fäkalien. So, so. Das hört sich aber sehr unangenehm an. Okay, wir müssen noch Pump-Action machen. Alter, da kommt so ein super duper Goliath. Wow. Hinter dir. Oh shit, was ist hier los? Oh, so ein kleiner Spider-Randritter. Leck mich am Arsch, was ist das für ein fettes Vieh? Okay, es ist him. Alter, der kämpft hier. Mein FPS geht da runter, wo ich dann aufnehme. Bei mir ist gerade 28, aber ich bin gleich hin. Diese Spider-Ants sind ganz schön nervig. Ich flüchte gerade, ich habe 8 HP. Ah, die Spider-Ants musst du in den Arsch ballern. Die sind so weg. Ich gehe mit meiner Unsichtbarkeit wieder ran. Oh Gott, ist der fett, dieser Badass-Kerl. Alter Schwede, geht das hier gerade ab? Ey, da ist so eine fette Kiste auf dem Rücken, die wir aufmachen können. Guck mal. Ja! Oh my god! Guck dir das mal an. Ey, guck dir mal den Scheiß hier an. Ah, gibt's hier eine MG oder sowas? Ja, guck mal die hier. 71. Nimm sie dir. My bagage. Dankeschön. Guck mal, schmeißt die kleine HEs. Ajo! Alter, wie geil. Achtung. Ich führe nochmal vor. Ja. Oh yeah. Was
gefällt mir. Das sieht gut aus. Das passt echt auch zu deinem Charakter, den du hast. So bam bam, busch busch, genau das passt. Oh, das ist hier oben. Oh, schau doch mal, Jacqueline. Oh, Eis, Eiswasser. Scheißwasser, Pisswasser. Was ist hier oben los? Da hinten läuft einer, Vorsicht, ein kleiner Dödel. Da hinten ist wieder so ein Nomade, der jetzt übrigens gerade verbrennt. Ist erbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Höchst erbaulich. Das ist geil, wie der schwätzt. Der fängt immer an, irgendeinen Kram zu babbeln, mein Kerl hier. Das ist wirklich sehr cool. Den seine Stimme bräuchten wir für unser Days, der allgemeine Erzähler, das allwissende Ich. Ja. Du denkst, der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber wieder so ein Goalie, ja? Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Pluto ist kein Planet. Oha. Nein! Ich hing gerade voll irgendwo drin. Was ist denn das für ein wildes Ding, ey? Was der für einen Schaden reinknallt mit seiner Axt? Noch einer. Und ich hab wieder Agro, das gibt's ja gar nicht. Ah, okay, das hat gerade nichts gebracht. Boah. Er ist oh richtig Gott, weggeflogen. Lass uns mal kurz hinten bleiben, bis ich ein bisschen regeneriere. Hier Scheiße, ist es. Scheiße. Hier wäre ein Snipe, falls du einen Snipe dann nochmal doch wieder wolltest. 86, ich nehme die wahrscheinlich zum Verkaufen, aber so. Na, ja, hau rein. Es sei denn, du brauchst, aber ich glaube, deine macht mehr Damage, ne? Ja, 161 oder so. Ich gucke gerade nach meinen Badass Points. Ach, guck mal, ich habe 2. Ah, genau, gute Idee. Schaue ich jetzt auch direkt mal nach. Schusswaffe, ja, Treffsicherheit. Ach, habe ich eigentlich so mit Snipe und Ding. Schildkapazität. Feuerrate bei der Pump, eigentlich nicht unbedingt nötig. Das ist gut für die Snipper, wie die Schnipp-Schnipp. Ich habe beide Tokens auf Pump gelegt, weil ich die halt meistens anhab. Wie auf Pump? Also ich meine auf Ding, auf Waffen. Auf Feuerrate. Ja, ach so,